Gut, mein Name ist Matthias Rosa. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologie und hoffentlich dann auch in der Lage, so ein paar Themen hier aus rechtlicher Sicht zu beleuchten. Der Vortrag, den ich vorbereitet habe, man sieht den Titel Webdesign-Vertrag aus Auftragnehmersicht soll es heißen. Hintergrund ist ein bisschen, dass es ab dem 01.01.2018 eine Änderung im Baurecht gibt und die hat aber auch so ein paar Auswirkungen auf das Werkvertragsrecht im Allgemeinen und deswegen war es eigentlich ganz spannend, vielleicht erstmal zu gucken, wie wirkt sich das aus. Sind nicht so viele Punkte, die jetzt, sag ich mal, aus der Sicht eines Auftragnehmers, der jetzt vielleicht eine Webseite programmieren muss, relevant sind. Und dann habe ich das Ganze jetzt erstmal mit einem allgemeinen Rundumschlag versehen, dass man halt mal guckt, okay, bei einem Werkvertrag, wo haben wir hier Probleme, wo man vielleicht so ein bisschen im Vorfeld abtasten kann, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Anwalt einschalten will. Ja, worauf muss ich achten? Im Prinzip auch damit erklärt, damit Projekte nicht scheitern, die sollen halt in der Lage sein, im Vorfeld eigentlich und nicht irgendwie später halt die ganzen Sachen zu lösen. Was immer oft passiert bei uns, wir haben Mandanten, die kommen zu uns, ah ja, wir haben seit 3 Monaten ein Projekt und jetzt wollen die einen Vertrag. So. Dann sagen wir natürlich, gut, wieso macht er das dann nicht vorher? Das ist jetzt ein bisschen blöd und dann fängt man dann an zu verhandeln mit der Rechtsabteilung und dann wird es dann vielleicht ein bisschen schwierig, weil man dann schon mit dem Kunden verzahnt ist. Man will das Projekt fortführen, muss vielleicht so ein paar Zugeständnisse machen oder auch nicht. Oder vielleicht findet der Kunde das nicht gut. Oder sie kommen in die Situation, das hatten wir auch schon, das war jetzt einfach eine App, die so eine Unternehmensberatung, die weltweit tätig ist, von einem Mandanten von uns einsetzen wollte. Der Mandant wollte das aber nur für Deutschland und die wollten es natürlich für alle Standorte auf der ganzen Welt. Da haben wir natürlich dann auch uns gefragt, naja, das Budget war jetzt, sag ich mal, nur für Frankfurt bestimmt. Die Haftung weltweit ist auch eine andere als jetzt irgendwie die Haftung nur für Deutschland. Und da mussten wir dann, während schon das Projekt lief, dann nochmal 3 Monate mit der Rechtsabteilung verhandeln, was halt irgendwie nicht ganz so schön war. Also für alle Beteiligten im Prinzip. Und im Endeffekt lief das Projekt dann auch, aber die Fachabteilung in solchen Betrieben und die Rechtsabteilung, die sind dann nicht immer so aus einem Guss. Genau. Ich habe mal zu so ein paar Schwerpunkten, so ein paar Fallbeispiele gebildet. Die müssen Sie jetzt nicht unbedingt alle im Einzelnen lesen, sind relativ einfache Fälle, die aber alle so auch in der Praxis vorkommen. Bei dem ersten Fall geht es im Prinzip darum, warum sollte man überhaupt einen Vertrag abschließen? Kann ja sein, dass man sich gut versteht und dass eigentlich gar nichts anderes passiert. In dem Fall war es nicht so. Da hatte ich habe ihn jetzt mal Unternehmer Kaufmann genannt. Die Webagentur war als Sicht beauftragt, eine Online-Plattform zu erstellen. Und der Kaufmann, das ist so ein Kerl alter Schule, der unterschreibt grundsätzlich keine Verträge. War auch so in dem Fall. Dann haben die halt angefangen zu bauen. Dann haben die abgerechnet, also die Agentur, so 2 Millionen Euro. Und dann haben die gesagt, naja, wir haben ja gar keinen Vertrag. So, und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das mit den Nutzungsrechten machen. Wir wollen ein bisschen mehr Geld von euch haben. Da hat halt der Kaufmann gesagt, nee, ich glaube, ihr spinnt. 2 Millionen, das ist unser Budget. Mehr schießen wir nicht rein. Und was ihr haben wollt, ist total unverschämt. Gut, dann haben die sich halt gesagt, die haben einen Anwalt sich gesucht, der dann eine einstweilige Verfügung gegen das Unternehmen von dem Herrn Kaufmann erwirkt hat vor dem Landgericht. Mit dem Argument, es ist ja im Prinzip nichts geregelt worden, also muss halt irgendwie das Gesetz gelten. Und in dem Fall hat das Landgericht dann erstmal in der ersten Instanz oder in der einstweiligen Verfügung haben die erlassen und der durfte dann erstmal diese Online-Plattform, die für das Unternehmen relativ wichtig war, nicht weiter benutzen. Sonst bei einer einstweiligen Verfügung, wenn sie dagegen verstoßen, können dann so Strafen bis zu 250.000 Euro ausgesprochen werden. Und dann ging das Ganze in die zweite Runde zum Oberlandesgericht. Dieses Projekt, was dieses Volumen hatte, das stand erstmal still. Das heißt, die Agentur hat auch nichts mehr verdient. Und
Gut, dass jetzt hier dieser Unternehmer nicht mehr so auf die Agentur gut zu sprechen war, muss man vielleicht jetzt auch nicht so im Einzelnen ausführen. Auf jeden Fall, am Ende hat dann das Oberlandesgericht gesagt, naja, ist ja ganz klar, wenn ich 2 Millionen Euro zahle für so ein Projekt, was ungefähr so einen Rahmen hat, dann muss ich auch die uneingeschränkten Nutzungsrechte haben. Und der Fall zeigt natürlich ganz klar, die hatten gar keinen Vertrag, hätten sie mal einen gemacht, wäre von Anfang an alles klar gewesen. Was bekommt der Unternehmer und was gibt die Agentur? Weil die Nutzungsrechte sind ja im Prinzip aus der Sicht, jetzt sagen wir mal von Ihnen allen, wenn Sie was programmieren, das ist ja die wirtschaftliche Existenz im Prinzip, das, was man halt verkauft. Ja? Und man könnte es ja vielleicht auch anderweitig verkaufen. Genau. Das heißt, ganz, ganz einfach, Gründe für einen Vertrag, naja, Vorsorge im Prinzip, Klarheit, Absicherung, Transparenz und im Prinzip, was ich auch immer wieder so höre von manchen Leuten, naja, im Endeffekt verdienen nur die Anwälte an so einem Vertrag, muss ich dann auch sagen, und keiner ja, stört sich dann an dem Vertrag oder will sich dran halten, aber im Endeffekt, wenn ich so einen Vertrag aushandle mit beiden Parteien und jeder gibt so seine Punkte, die für ihn wichtig sind, rein, dann habe ich auch was zusammen gemacht, wo ich dann vielleicht auch so von der Psychologie her mich eher dran halte, als wenn ich nur was vorgesetzt bekomme von der einen Partei und sage hier, friss oder stirb im Prinzip. Genau, jetzt haben wir ja das Thema, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, ist ein bisschen klein, wir haben ja das Thema Webdesign-Vertrag. Ein Webdesign-Vertrag, den gibt es ja so gar nicht im Gesetz. Also wir haben ja Werkverträge, Dienstverträge, Kaufverträge, Mietverträge. Und es ist immer so ein bisschen auch so die Frage, was habe ich für einen Vertrag und warum habe ich den Vertrag? Jetzt habe ich nur mal so einen Werkvertrag mit dem Dienstvertrag mal allgemein gegenübergestellt. Was sind so die großen Unterschiede? Also beim Werkvertrag schulde ich einen Erfolg. Wahrscheinlich wissen Sie das jetzt eh alle, aber ich habe es jetzt trotzdem mal mit reingenommen. Beim Dienstvertrag ist es nur ein bestimmungsgemäßes Bemühen. Ich habe beim Werkvertrag eine Abnahme mit Mängelgewährleistung, das habe ich beim Dienstvertrag nicht. Die Projektverantwortung liegt beim Werkvertrag bei mir als Unternehmer und beim Dienstvertrag macht das dann eigentlich der Kunde. Das heißt, man kann jetzt überlegen, starte ich jetzt so einen Vertrag, gebe ich dem Kunden den Vertrag, der einfach Dienstvertrag heißt und habe ich mich damit gerettet. Wenn wir jetzt in dem angelsächsischen Rechtsraum wären, würde ich sagen, ja, da können Sie dann Dienstvertrag drüber schreiben und dann ist es ein Dienstvertrag. In Deutschland guckt man immer, was ist der Vertragsinhalt und was ist der Wille der Parteien und dann muss ich halt einfach in den Vertrag gucken, was ist vereinbart und dann komme ich halt auch in diese entsprechenden Haftungsregime. So, bei Webseiten ist was kommt, ja, genau. Bei Webseitenverträgen haben wir ja unter Umständen verschiedene Vertragstypen, das kommt jetzt noch hinzu, je nachdem, was ich dem Kunden anbiete. Also es kann ja auch sein, dass der mich beauftragt, hier sicher mir die Domain oder du speicherst das für mich, was du da programmieren sollst und so weiter. Und wie wir jetzt hier an dem, das ist vom Bundesgerichtshof so eine Aufschlüsselung für so einen Vertrag, der das alles enthält. Das heißt, wir sehen hier verschiedene Vertragstypen. Und wenn ich das jetzt alles erfülle, guckt der Bundesgerichtshof, wo liegt der Schwerpunkt, der liegt dann im Prinzip, man nennt es dann Internetsystemvertrag, den gibt es jetzt auch nicht wirklich, aber der BGH nennt das so, ist es dann unterm Strich ein Werkvertrag. Das heißt, das ganze Ding wird werkvertragsrechtlich bewertet. Das heißt, wir sind auch meistens bei Werkverträgen drin, wenn Sie Webseiten programmieren oder irgendwas, was damit zusammenhängt. Das sind jetzt die Punkte, die wir kurz ansprechen werden in der nächsten Zeit. Im Prinzip ist das mehr oder weniger aus der Gliederung von einem Vertrag. Wir können natürlich jetzt nicht hier alle einzelnen Punkte von einem Vertrag durchgehen. Das würde dann wahrscheinlich etwas länger dauern und vielleicht auch ein bisschen trocken sein. Ich hoffe. Also, wichtig für mich ist, dass diese Sachen eigentlich auch alle so aus der Praxis bei uns sind, wo die Mandanten zu uns kamen, wo das einfach problematisch war, insbesondere der Ansprechpartner beim Kunden, eine ganz einfache Sache ist, die man von vornherein auch ohne einen Jurist lösen kann, ohne dann hinten raus Probleme zu bekommen. Warum, werden wir gleich sehen. Mitwirkungspflichten des Kunden sehe ich auch immer wieder in den Verträgen, steht nichts drin, aber sie sind vielleicht wichtig, weil der Kunde irgendwas machen muss und sie dann vielleicht nicht weiterarbeiten können. Haben wir immer wieder.
Wenn nichts geregelt ist, kann es dann auch Probleme geben. Abnahme habe ich reingenommen, weil das ja für einen Werkvertrag mit das Relevanteste für Sie ist. Wenn ich die Abnahme habe, wird die Vergütung fällig. So steht es jedenfalls im Gesetz. Also deswegen ist nicht ganz so zu vernachlässigen. Änderungswünsche des Kunden sind leider auch oft nicht im Vertrag drin. Die Nutzungsrechte, die habe ich jetzt mal draußen gelassen. Da müsste man vielleicht sinnigerweise eine extra Veranstaltung machen, aber wie gesagt, das soll jetzt ja auch nur so ein... Wie verhält sich das denn bei diesen Geschichten mit den Sachen, Kunde liefert Inhalte? Es gibt ja immer so Spezialisten, ich kopiere mir das da weg und schiebe es dem, der mir die Seite macht. Das müsste man im Prinzip ja auch mit reinnehmen. Wer ist verantwortlich im Prinzip für Inhalte oder Bilder? Genau, das regelt man dann über die Nutzungsrechte, dass dann in der Nutzungsrechteklausel dann sowas drinsteht wie alle Inhalte, die der Kunde überträgt, da gewährt er Ihnen jetzt, dass Sie die bearbeiten dürfen, dass Sie die verwenden dürfen und dass er auch die Urheberrechte hat oder die Nutzungsrechte. Ja? Und wichtig ist natürlich bei Urheberrechten, man muss immer das bis zum Ende der Rechtekette rückverfolgen können. Und Sie müssen sich halt über den Vertrag dann absichern. Also muss das in den Werkvertrag rein oder kann ich das auch über meine AGB regeln? Naja, die AGB sind ja dann im Prinzip auch ein Werkvertrag. Ja, also bei den AGB, Sie können das alles über AGB regeln. Ist nur die Frage, werden die wirksam in den Vertrag einbezogen oder nicht? Und wenn die wirksam einbezogen sind und das ist alles korrekt, dann haben wir kein Problem. Dann können Sie auch so einen Vertrag relativ schlank halten oder wenn Sie einen Kunden haben, mit dem Sie viel zusammenarbeiten, dann können Sie einen Rahmenvertrag machen und machen dann halt immer Einzelverträge, dann müssen Sie nicht immer alles einzeln aushandeln. Also, so. Gut. Frage. Ja. Wenn ich aber jetzt in den Kriterien, was er mitwirkungspflichtig zu tun hat, also wenn ich zum Beispiel die Inhalte bereitstellt, muss ich dann nochmal explizit darauf verweisen in dem Werkvertrag, dass er dann auch diese urheberrechtlich, sag ich mal, geschützt hat? Oder wenn ich ja schon reinschreibe, letztendlich, du lieferst mir die Inhalte, muss ich das dann nicht mehr erwähnen? Also ich würde es ausdrücklich reinschreiben. Ja, dass, aber es ist so eine Grauzone quasi, oder? Nee, ich würde es immer transparent reinschreiben. Das ist genauso wie wenn Sie irgendwelche Begriffe aus der Technik haben, wo man vielleicht sagt, okay, ich verstehe jetzt darunter das und ein anderer versteht darunter das. Das heißt, man definiert es einfach, damit es klar ist. Ja? Damit man halt eben nicht diese Diskussion hat, was meinen wir denn eigentlich damit? Wenn es im Vertrag drin steht, dann ist das das Maßgebliche für mich. Und genauso auch bei den Rechten, die er halt vermeintlich hat. Also kann ja auch sein, dass er Ihnen Grafiken liefert oder Videos oder sowas, wenn Sie sollen eine Spiel-App bauen oder sowas, dann bauen Sie die und dann am Ende durften die Bilder nicht verwendet werden, wir haben einen Rechtsmangel, Sie liefern das dem Kunden und dann sagt er, was hast du denn hier gemacht, darfst du ja gar nicht nutzen, ja. Deswegen würde ich es eigentlich reinschreiben. Ja, dann kann ich dann damit strafbar gemacht werden, weil im Endeffekt schreibe ich ja, er liefert mir die Daten und hat im Endeffekt erstmal mit den Daten hier nichts zu tun. Ja, aber Sie wollen ja quasi präventiv vermeiden, dass es zu solchen Diskussionen kommt. Ja. Ich schreibe einfach rein, der Kunde, die Sachen, die er mir anliefert, dafür besitzt er die Rechte, die in dieser Weise zu nutzen. Ja, das ist klar. Und fertig, Ende aus. Und dann bin ich da schon relativ weit raus, wenn ich was habe, was nicht zutrifft. Also wenn er Sachen anliefert, wo er nicht die Rechte hat. Also das würde ich auch so machen, würde ich das sagen. Okay, weiter im Vortrag. Die Mitwirkungspflichten kommen später auch nochmal. Also beim nächsten Fallbeispiel ist es so, auch aus der Praxis, der Unternehmer Kaufmann, der hat jetzt, ich habe es jetzt mal die Agentur unfähig genannt, die sollte jetzt die Online-Plattform erstellen. Die haben aber leider nicht zur Zufriedenheit des Auftraggebers gearbeitet. Und dann hat er jetzt die Agentur Weitsicht wieder beauftragt. So, die bauen jetzt auf dem Stand der Vorgängeragentur auf, regeln hier nichts im Vertrag, man weiß schon jetzt, wo es vielleicht hingehen wird, und am Ende gibt es halt Mängel. Der Kaufmann sagt hier, Agentur Weitsicht, was hast du für einen Mist gemacht? Die sagen, wir haben alles gut gemacht, das war die Vorgängeragentur. So. Das bezieht sich jetzt einfach auf den Leistungsgegenstand, beispielhaft an der Versionierung der Vorgängeragentur. Das heißt, wichtig ist für Sie natürlich, es muss immer konkret geregelt sein, aber das ist im Prinzip auch klar, was geschuldet ist
Aber ich sage es trotzdem, weil es oft auch vergessen wird. Man schreibt es halt nicht rein oder es ist ja klar, wir haben ja drüber gesprochen oder sowas. Sie müssen es in den Vertrag mit reinnehmen, also in der Regel als Anlage, als technische Anlage. Und dann schreibt man da rein, was geschuldet ist. Und wenn ich auf dem Werk von einem Vorgänger arbeite, aufsetze, dann ist es wichtig, dass ich das versioniere und das auch dokumentiere und damit klar ist, okay, bis zu dem Zeitpunkt, das ist alles der Mist von der Vorgängeragentur und erst ab dann kommt das, was wir machen und auch nur das ist maßgeblich. Ja. Also da sollte man immer drauf achten, wenn man sowas macht. Wie gesagt, Leistungsgegenstand sollte man immer festhalten. Muss ich nicht als Agentur, die das übernimmt, dann auch das alte Projekt zumindest mal durchforsten auf Mängel bevor und den Kunden informieren? Deswegen machen sie ja eine Dokumentation. Mhm. Auch bin ich nicht auch verpflichtet, wenn ich weiß, mit dem Ding kann ich das Werk gar nicht liefern. Also das würde ich auf jeden Fall auch machen dann. Das ist aber in der Praxis relativ schwierig. Also wenn Sie auf ein bestehendes System aufsetzen, da weiterarbeiten und ein Jahr Entwicklungszeit vergeht und dann kommt der Kunde und sagt, da ist aber hier eine Sicherheitslücke und man hat jetzt nur gut gar nicht angefasst. Ja, aber deswegen müssen Sie ja dokumentieren irgendwie. Ich weiß ja nicht, wie man es macht. Ich bin ja kein Techniker. Ich kann Ihnen nur sagen, was Sie machen müssen, also um sich abzusichern. Gut in der Praxis gibt es Fakten. Und ich kann aber als Agentur nicht hergehen und ein bestehendes Portal, das ich übernehme, durchforsten, und weil ich ja nicht weiß, welche Mängel der Kunde dann findet. Also ich kann ja auch nicht zum Kunden sagen, geh her und schau, ob da Mängel drin sind, wenn ihm nach einem Jahr erst auffällt, dass es in der Praxis so nicht funktioniert. Naja, gut. Aber du könntest natürlich also den Status quo sozusagen sichern von dem aktuellen Stand, und falls es wirklich zu Stress kommt, dann exakt gucken, wo ist das Problem. So. Das ist die einzige Möglichkeit, weil du kannst natürlich nicht in einem großen Projekt das komplett vorher durchforsten. Das ist nicht bezahlbar von der Agentur. Nee, das mag alles so sein, aber ich sag mal so, wenn sie wenigstens ein bisschen was in die Richtung vorarbeiten können, dann sollten sie das tun, ja, um sowas zu vermeiden. Wenn es nicht geht, geht's halt nicht, ja, aber wie gesagt, das ist ja auch jetzt... in der Theorie muss man mal darauf hinweisen, ja bitte. Also ich habe jetzt einen ähnlichen Fall eben halt auch mit einem größeren Kunden. Und da ist es dann eben halt so, dass ich ein Projekt übernommen habe, was dann eben halt noch auf PHP 4.3 lief. Also von über 10 Jahren her. Und da ist es dann eben halt so, dass die dann eben halt sich teilweise auch wundern, Mensch, warum dauert das denn so lange? Und ich so, ja, ich muss diese Codebasis übernehmen. Und heute wird das alles schneller gehen, aber nicht aufgrund dieser Basis. Ja, aber die da auch nicht änderbar ist so schnell aufgrund des Umfangs des Projektes. Ja, aber da also das ist genau so ein Fall. Da würde ich es halt aber auch dann in den Vertrag irgendwo mit reinnehmen. Da schreiben sie ja auch drauf, auf welcher Basis das läuft. Und ja, dann ist es ja für jeden Gutachter klar, ja, wenn der sich jetzt beschwert, warum dauert es zu lang, dann kann ja jeder, der das beurteilen kann, sagen, weil es 10 Jahre alt ist. Ja, ja, klar. Also, ne? Ja, also das ist auch relativ einfach geregelt. Genau. Da habe ich von vornherein gesagt, hier, ich habe 10 Minuten auf den Code geguckt und habe gesagt, okay, das können wir nur nach Stundenbasis machen, das ist überhaupt nicht abzublicken. Ja, also wie gesagt, wenn es geht, würde ich es machen, wenn es nicht geht, gut, dann geht es halt nicht, ja. Ja, dann muss man sich... Also ich habe gerade vor 3 Monaten ein Projekt abgelehnt, weil die Kundin kam und sagt, sie hat hier ein Portal bauen lassen, und das ist bei der 5. Agentur und die kriegen es nicht hin. Dann hat die mir sogar die alten Verträge geschickt, da stand ein Pflichtenheft mit drin, was gewünscht ist, aber die Kundin hat es dann immer anders interpretiert, und die hatte mit allen Verträgen, wo drin steht, wenn die zu einem Zeitpunkt X nicht liefern, kriegt sie das Geld zurück. Von jeder Agentur hat gut. Da muss man halt auch nochmal sagen, man verzichtet auf so einen Auftrag, weil das ist, ne? Aber wie gesagt, der Tipp... 3 Jahre entwickeln lassen, ist am Ende zu nichts gekommen. Hat faktisch eigentlich nichts bezahlt, aber ihr Projekt ist halt auch nicht live gegangen und hat 4 Agenturen verbrannt. Also. Ja, das ist dann das Problem der Kundin, würde ich sagen. Ja, und die Agenturen haben aber alle Arbeitsleistung reingesteckt. Ja, aber. Da muss ich dann sagen, da ist man selbst dran schuld, wenn man so eine Klausel unterschreibt. Ne? Also, wir sind ja alle erwachsen und wissen ja, was wir da machen, zumindest bei sowas. Okay, aber vielleicht machen wir kurz weiter. Der Fall ist auch aus der Praxis, kommt auch in der Größenordnung öfters vor. Bei uns schon jetzt in dem letzten Jahr war es bei mir 2-mal.
wo Mandanten kamen. Das Problem in dem Fall war, es gab einen vermeintlichen Ansprechpartner auf der Seite des Kunden und die Agentur hat von dem immer Zusatzaufträge bekommen. So, machte mal hier, machte mal das, was alles nicht vom ursprünglichen Leistungsumfang abgedeckt war. Am Ende waren es dann 100, in dem einen Fall waren es 103 Personentage, in dem anderen waren es, glaube ich, sogar 200. Alles gut, egal. Und da hat dann der Kunde, weil er sich vielleicht auch so ein bisschen mit der Agentur verkracht hatte, gesagt, okay, das zahlen wir euch nicht, wir haben das nicht beauftragt. Und warum? Weil der Ansprechpartner, der euch das alles beauftragt hat, der ist nicht legitimiert gewesen. Im Vertrag steht ja jemand anderes drin. Ja? Da steht der Geschäftsführer drin oder wer auch immer. So. Und dann mussten wir halt prüfen, okay, haben wir jetzt Aussicht auf Erfolg, das einzuklagen? Da musste man halt leider sagen, es gab gewisse Risiken, die dann sozusagen den Mandanten dazu bewegt haben, zu sagen, naja, komm, ich schreibe das jetzt ab, weil ich weiß nicht, was bei dem Prozess bei rauskommt. Der kann vielleicht 3 Jahre dauern oder wie auch immer. Und am Ende habe ich jetzt noch mehr Geld reingesteckt und bekomme es vielleicht nicht raus. Und das ist eigentlich das Einfachste auf der Welt in einem Vertrag, finde ich jetzt, wenn man nicht Jurist ist. Wer ist der Ansprechpartner? Wer darf was machen? Sehen Sie zu, dass es drinsteht. Zur Not schreibt man auch noch rein, wer ist der Vertreter von demjenigen und man schreibt dann meistens auch noch rein, okay, wenn der Ansprechpartner wechselt, dann vereinbart man eine bestimmte Form, wie dieser Wechsel bekannt gegeben wird. Also man muss das jetzt nicht mit einem Brief machen, aber vielleicht mit einer E-Mail. Bitte? Ich hätte da einen guten Praxistipp, weil ich das mit dem Kunden so hatte, dass die Sekretärin immer angerufen hat, so wollte sie auf die Änderung und am Schluss war es wieder und dann gab es genau die Diskussion. Ja. Man hat dann ausgemacht, wenn die Sekretärin bestimmtes Budget pro Monat an Anforderungen überschreitet, dann soll der Geschäftsführer das nochmal rückversichern per E-Mail. Das ist eine ganz super Lösung, das läuft seit Jahren ohne Probleme. Das heißt einfach zu sagen, wir haben jemanden so irgendwie 5 Tage und wenn die über 5 Tage Aufträge hat, dann muss der Geschäftsführer nochmal eine Bestätigung und dann geht das. Das ist eine ganz gute Praxislösung. Also wie gesagt, Sie haben dran gedacht, aber es wird leider oft vergessen und wenn man es dann vergisst und man hat vielleicht einen Kunde, der einen nicht so mag, der geht dann genau da drauf. Ja. Also wenn man allgemein die Firma reinschreibt und im Endeffekt nicht explizit einen Ansprechpartner reinschreibt und im Endeffekt der Kunde das dann oder der Geschäftsführer den Vertrag unterschrieben hat, weil dann habe ich keinen expliziten Ansprechpartner benannt. Somit eigentlich für mich im ersten Moment steht ja vorrangig die Firma und für die Firma steht der Vorstand, Geschäftsführer ein und hat im Endeffekt eigentlich, weiß ich jetzt leider nicht aus der rechtlichen Sicht, deswegen frage ich, kann man das so handhaben, theoretisch, oder sollte man, weiß ich schon, das mit Ansprechpartner nagelfest machen, weil es einfach nochmal rechtssicher ist? Ja, also wenn die Firma groß ist und es da ganz viele Leute gibt, Fachabteilung zum Beispiel oder sowas, dann sollten Sie das da reinnehmen. Wenn die Firma aus 2 Leuten besteht und die sind beide Geschäftsführer, dann ist es egal. Ja? Aber sobald da ein Dritter, der vielleicht nicht auf der Vorstands- oder Geschäftsführerebene im Spiel ist, da würde ich mich absichern. Und Sie können es, also wie gesagt, das ist ja, das sind zwei Sätze, die man da in den Vertrag mit reinnimmt. Hier geht es ja auch nur darum, dass das im Vorfeld... Man hat 2 Sätze und dann hat man wieder so ein Regelwerk und hat eigentlich gar keinen Spaß mehr am Programmieren, was wir ja eigentlich machen. Ja, aber das ist ja auch der Punkt. Sie sollten sich halt vorher die Gedanken machen, weil Sie ja den Spaß am Programmieren haben wollen und nicht später mit dem Kunden diskutieren. Wir haben ja Spaß am Programmieren gehabt, aber wir kriegen auch Geld dafür. Und der Kunde sagt, nö. Ja, also, wie gesagt, der Ansprechpartner, würde ich immer mal reingucken in so einen Vertrag, ob das drinsteht oder nicht. So, jetzt kommen wir zu den Mitwirkungspflichten als nächsten Punkt. Da ist jetzt auch ein blödes Beispiel von mir gewählt worden, aber in dem Fall hat der Kunde, bei dem wird alles gespeichert. Die Agentur stellt fest, okay, der Speicherplatz reicht nicht aus. Wir brauchen mehr, damit wir das weiter zu Ende machen können. Und der Kunde sagt, nee, ich habe keine Lust. Das kostet mir zu viel Geld. So. Und das führt natürlich dazu, dass die Agentur die Leistung vielleicht nicht fristgerecht erbringen kann, vielleicht kann sie gar nicht mehr erbringen und diese Mitwirkung von dem Kunden hätte dann in dem Fall in dem Vertrag geregelt sein müssen, weil dann klar ist, okay, was passiert, wenn der Kunde nicht mitmacht. Warum ist das so wichtig? Bei Mitwirkungspflichten
vom Gesetz her keine Vertragspflichten sind, sondern das sind nur sogenannte Obliegenheiten. Ja? Das heißt, ich kann die nicht einfach einklagen, sondern ich muss dann umständlich hingehen, dem Kunden erklären, ja, du hast Mitwirkungspflichten, wenn die Mitwirkungspflicht XY, wenn du die nicht erfüllst, können wir nicht weiterarbeiten, wir setzen jetzt eine Frist und dann können wir dir kündigen. So, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen suboptimal, weil wenn der Kunde einem dann vielleicht sagt, okay, ist ein guter Weg, mich von der Agentur zu trennen, mach halt, dann kann ich als Agentur auch nur eine angemessene Entschädigung verlangen. Also angemessene Entschädigung ist jetzt halt auch wieder so ein toller Begriff, was wird das sein? Da wird man dann auch diskutieren können, aber sicher nicht der entgangene Gewinn. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass man die Mitwirkungspflichten für das jeweilige Projekt halt immer konkret regelt. Das heißt, da kann man jetzt natürlich nicht sagen, was ist jetzt, was muss da alles rein, es kommt drauf an, was jetzt beim Kunden anfällt, was der für sie halt liefern muss. Und man sollte auch mit reinnehmen, was passiert, wenn er in Verzug kommt, dass sich natürlich auch automatisch ihre Fristen nach hinten setzen. Oder was wir auch schon hatten, der Kunde, der kam dann 2 Monate nicht mit irgendwelchen Grafiken hinterher und die Agentur hat dann eigentlich immer die ganze Zeit Mitarbeiter abgestellt, der hat dann gewartet und gewartet, der konnte nicht produktiv in einem anderen Projekt eingesetzt werden. Was ist mit den Kosten? Ja, also das ist ja auch für, ja. Was ist jetzt zum Beispiel mit einer einfachen Projektabnahme? Wir haben eine Sache, wo wir jetzt seit einem Dreivierteljahr einfach darauf warten, dass der Kunde sagt, ja, okay, gefällt mir. Und seit einem Dreivierteljahr ist der nicht erreichbar oder ganz schwer oder... Also gut, bei der Abnahme, das ist ja so die klassischste Mitwirkungspflicht beim Werkvertrag. Also das steht ja auch im Gesetz drin, dass er verpflichtet ist abzunehmen. Und dann müsste man halt gucken, ob man dann halt sozusagen eine Abnahmefiktion hat in dem Zusammenhang. Ja, also, aber wir kommen auch noch zur Abnahme gleich. Aber ich würde es auch in den Vertrag mit reinnehmen. Also auch das Prozedere der Abnahme und so. Ja, das ist eine der wesentlichen Mitwirkungspflichten. Aber von den Mitwirkungspflichten, die ich jetzt halt gemeint habe, das sind dann halt, was weiß ich, Zugänge zu den Rechnern oder Zugänge zum Betrieb, was weiß ich, wenn ich vor Ort bin und der Pförtner sagt, ihr kommt hier nicht rein, ich muss den Vertrag erfüllen. Also das sind jetzt so ganz, ganz einfache Beispiele, die da in Betracht kommen können. Also deswegen gucken Sie, was wichtig ist, schreiben Sie es da rein. So, jetzt kommen wir zur Abnahme. Das hatten wir ja eben mit der Wortmeldung. Die Abnahme ist besonders relevant, weil damit sehr viele Rechtspflichten und rechtliche Regelungen verknüpft sind, die für Sie wichtig sind. Zum einen erkennt der Kunde die Vertragsgemäßheit des Werks mit der Abnahme an. Ich bekomme das Geld, also die Vergütung wird fällig. Die Verjährung beginnt, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Die Gefahr geht über auf den Kunden, das heißt, ich muss mich dann erstmal nicht mehr drum kümmern, es sei denn, es liegt ein Mangel im Sinne des Vertrags vor. Also eine Abweichung der Ist- von der Sollbeschaffenheit. Und dann muss ich halt gegebenenfalls Mängelgewährleistung erbringen. Das heißt, die Abnahme sollte eigentlich auch irgendwie in jedem Vertrag stehen, meiner Meinung nach. Auch wenn sie im Gesetz geregelt ist, aber da steht halt nicht drin, wie die Abnahme durchgeführt wird. Und das sind jetzt nochmal so ein paar Beispiele, was man damit reinnehmen kann, wo es vielleicht Probleme geben könnte. Das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, was sie für ein Projekt haben. Also ich muss vielleicht jetzt nicht bei jedem Projekt mit reinnehmen, was für ein Testsystem und was für Testdaten haben wir. Aber wie gesagt, das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, die ich hier mal mit reingenommen habe. Wichtig ist halt auch, dass sie das irgendwie nachweisen können, dass abgenommen wurde. Da gibt es auch die tollsten Fallkonstellationen. Wir haben so ein Webseitenprojekt gehabt, oder der Mandant, haben die erstmal das Design erstellt. Der Kunde hat immer wieder so ein paar Schleifen gedreht. Dann haben die Abnahme des Designs erklärt, also mit einer E-Mail, ja, wir geben das frei. Und dann haben sie gekündigt und wollten gar nichts mehr zahlen. Und dann ging es eigentlich, der ganze Rechtsstreit, nur darum, ist diese E-Mail, wo drin steht, ja, Design gefällt uns, war das die Abnahme und damit halt auch der Vergütungsanspruch der Agentur. Ja. Und dieses Verfahren, da ging es jetzt in Anführungsstrichen nur um, ich glaube, 3.500 Euro, das hat 3 Jahre gedauert.
Also, das, die Agentur hat das Geld bekommen. Ja. Also E-Mail ist gültig. Ja, ja, nee, also das hing jetzt nicht an der E-Mail, sondern das hing also ein bisschen an dem Wortlaut, wie die das formuliert haben. Und es hing auch damit zusammen, ob das jetzt der richtige Ansprechpartner war. Aber glücklicherweise aus der Sicht von unserem Mandanten war genau diese Dame, die das halt erklärt hat, von Anfang an die Ansprechpartnerin gewesen. Also, war das ein Urteil oder ein Vergleich? Nee, es war ein Urteil. Ja, da haben die auch die andere Kosten gezahlt. Ja, ja. Genau. Also, naja, nee, die haben das jetzt halt auch gemacht, weil der Kunde, der hatte sich so doof verhalten insgesamt, die haben das mehr oder weniger aus Prinzip gemacht, weil es musste auch noch ein Gutachten erstellt werden. Also ich glaube, die Kosten für das Verfahren insgesamt, ich weiß jetzt nicht, ob die auch bei 3.500 Euro lagen, aber wir waren schon ziemlich nah dran mit allem. Ja. Gut. Änderungswünsche sind natürlich auch ein beliebtes Thema. Vermutlich haben Sie das alle bei Ihren Standardverträgen oder AGB drin, aber der Vollständigkeit halber habe ich es jetzt auch nochmal mit aufgenommen, warum die Änderungswünsche so wichtig sind. Naja, weil sie halt die Hauptleistungspflicht tangieren, Termine, Fristen und Vergütung. Wenn der Kunde kommt und sagt, hier, können wir das nicht so machen, dann müssen Sie ja erstmal Zeit investieren, um zu gucken, können wir das auch so machen? Das heißt, das Projekt bleibt vielleicht erstmal stehen. Sie stellen jemanden ab, der das prüfen muss. Das kostet Geld. Das alles muss geklärt sein. Ja? Wer zum Beispiel auch für die Kosten von so einem Änderungsverfahren aufkommt. Was passiert, wenn man, ich sage jetzt mal, bei einem Änderungsverfahren sich nicht einigen kann, dass man so eine Änderung durchführt? Und da kann man eigentlich, ich sage mal, nicht detailliert genug sein. Auch wenn man dann vielleicht so ein Vertragswerk hat, was man vielleicht nicht haben will. Das sind jetzt so auch so ein paar Punkte, die hat es jetzt mehr oder weniger auch erwähnt. Also sollte auch klar sein, wie so ein Änderungsverlangen stattzufinden hat. Ich meine, wenn Sie so ein Ticketsystem haben und haben definiert, der Kunde kann die Änderungswünsche so zu uns rüberschicken, wir prüfen das dann und das ist alles klar, kann das auch machen. Bitte? Trennt sich dann ab, ob der Kunde sagt, das ist ein CR, also ein Change Request, oder er sagt, das ist einfach nicht wie gewünscht implementiert und das ist ein Mangel. Wir definieren das. Okay. Ja. Und ob es ein Mangel ist oder nicht, ergibt sich ja aus der Leistungsbeschreibung, weil ich ja eine Abweichung der Ist- von der Sollbeschaffenheit habe. Also. Und der Kunde immer so etwas anderes gemeint, ja, das ist schwierig. Dafür steht es auf dem Papier. Ja. Ja, das Problem ist, wenn wir so gerade so Tools wie Joomla einsetzen, das, was Joomla von Haus aus mitbringt, ist eigentlich schon fertig und wird gar nicht diskutiert. Und jetzt stellen wir fest, ja, die Benutzeranmeldung fällt nämlich ganz halt anders. Ja, aber. Steht davon natürlich in den Vertrag, weil ich das gar nicht anfassen wollte, nicht von drin. Da kann ja schon jeder, weil. In den Joomla denkt ihr, ja, ist alles klar. Nein, das ist nicht. Aber dann würde ich sagen, wenn das ist dann ein ganz klarer Änderungswunsch, was Sie jetzt gesagt haben. Ja, das sagen Sie als Anwalt. Ja, sage ich als Anwalt. Ja, vielleicht nicht so schlecht, ne? Ja, das Grundproblem ist eigentlich ganz klar, dass was wir wissen, was formale Leistung von Joomla ist, was da alles schon von Haus aus mit drin ist. Ja. Und ich rede mit den Kunden darüber, dass wir Joomla einsetzen. Mache ich natürlich den Fehler zu unterstellen, dass man weiß, was Joomla kann. Natürlich weiß er das nicht, ne? Das ist das Problem. Und es ist schwierig, das in einem Vertrag irgendwie alles zusammenzufassen, was für Leistung über Joomla schon Leistung reinkommt. Klassisches Beispiel, der Kunde sagt, ich möchte Produkte, die ich verkaufe, im Internet präsentieren. Ja, und dann macht man jetzt irgendeine ganz einfache Joomla-Seite mit irgendwelchen Artikeln, also Beiträgen, die ein Produkt präsentieren. Und dann kommt der Kunde und sagt, ja, wieso ist denn da keine Kauffunktion? Ich dachte, das ist ein Shop. Wir haben doch darüber geredet, dass ich meine Artikel präsentiere. Ein Shop zu erstellen ist völlig was anderes, als ein paar Beiträge mit ein paar Bildern und einer Preisangabe anzuzeigen. Ja, aber das ist ja ein Gang. Also, wenn ich jetzt nur eine Präsentation von den Produkten habe, das ist doch ganz klar was anderes als ein Shop. Also, ja, natürlich, aber das weiß ich für uns. Nee, das wird Ihnen auch jedes Gericht so sagen. Ja. Ist ja wie wenn man auch in die Waschern nachfassen, dass wir habt die Reifen nicht gewechselt. Ja. Naja, man
Moment, du lachst jetzt, weil das für dich so klar ist. Für den Kunden ist das nicht klar und der fühlt sich arglistig hintergangen, wenn er wenig genug Ahnung hat. Ja, aber das Frage ist, heißt doch Katalog oder Verkauf. Da ist noch eine Wertmeldung, Entschuldigung. Ja. Löst es doch, indem du genau die Formulierung des Kunden mit dem Verkauf. Ja. Präsentation ist keine Kaufmöglichkeit. Wie viele Kunden hast du und wie viele Verträge mit so einer Beteiligung hast du schon gemacht? Yeah. Na, also meistens ist doch so, einer ruft an, man trifft sich auf einen Kaffee, ist sich einig und man fängt zur Arbeit an. Und in 99% der Fälle geht es auch immer gut. Ja, aber, dann, klar, aber bei den 1%, wo es nicht gut geht, habe ich halt dann auch keinen Vergleich. Dann bin ich aber nicht an die 1%. Genau. Und wenn ich jetzt zum Kunden gehe und sage, wir brauchen aber hier noch einen Vertrag, ich habe da was ausgearbeitet, 10 Seiten Formular, du spinnst, ich gehe zum nächsten. Ja, das kriegen wir noch hin, aber Sie können es, also es machen auch viele Mandanten von uns so, die nehmen halt ihre AGB, schreiben das da rein, der Kunde kriegt ein kurzes Angebot, AGB liest eh keiner durch, aber ich habe mich abgesichert, ja, so einfach ist es. Okay, jetzt noch kurz am Ende, wir haben jetzt auch nur noch 7 Minuten, so wie ich das hier sehe, oder? Ja. Also, die Baurechtsreform, ich habe es ja am Anfang schon mal erwähnt, gilt ab 01.01.2018. Die Regelungen im Werkvertragsrecht, die ändern sich so ein bisschen. Ehrlich gesagt, wissen wir jetzt auch nicht, ob sich das in der Praxis jetzt wirklich dramatisch auswirkt oder nicht. Ob das jetzt für Ihre alltägliche Praxis und meine irgendwie großartig was ändert oder ob man vielleicht nur ein paar Sachen in den Verträgen anpasst oder wenn man keine Verträge benutzt, juckt es einen vielleicht eh nicht. Aber der Vollständigkeit halber, weil es ja auch in der Beschreibung des Vortrags war, haben wir diese Punkte jetzt nochmal in den folgenden Folien aufgeführt. Alle Verträge, die Sie vor dem 31.12., vor dem 01.01. abschließen, da gilt noch das alte Recht, das aktuelle, und ab dem 01.01. gilt dann das neue. Sind aber hauptsächlich Änderungen des Baurechts, die, mit denen Sie jetzt erstmal so nichts zu tun haben. Ein paar Punkte gibt es, die halt auch für das allgemeine Werkvertragsrecht relevant sind. Da haben wir die Abschlagszahlung, da ändert sich was, die Abnahmefiktion, die Möglichkeit einer Teilkündigung steht jetzt so im Gesetz drin. Und das fand ich auch irgendwie spannend, die Mitwirkungspflichten am Projektende. Wie gesagt, was das dann im Endeffekt in der Praxis bedeutet, muss man sich mal anschauen. So. Wo können wir uns das anschauen? Im Gesetz? Wann ist das raus? Wann können wir das lesen irgendwo? Sie können es im Bundesgesetzblatt lesen. Ja. Zum Beispiel. Das ist jetzt schon raus, das kann ich jetzt schon lesen. Ja. Okay. Oder Sie können, keine Ahnung, es gibt, keine Ahnung, wir haben so einen kleinen Beitrag dazu geschrieben. Meistens machen das Anwaltskanzleien, die Baurecht machen, die klären da, haben da so Informationsseiten. Aber wie gesagt, es ist jetzt halt auch nicht so dramatisch und von daher gesehen, die Infos, die Sie hier haben, das reicht im Prinzip, da lesen Sie es. Gut, also Abschlagszahlung, momentan ist es so geregelt, dass man bei den Abschlagszahlungen den Wertzuwachs beim Besteller als Anknüpfungspunkt nimmt im Gesetz. Künftig geht man davon aus, dass es dem Wert entsprechen muss, der meiner Arbeit als Werkunternehmer entspricht. Also das kann ja durchaus mehr sein. Wichtig ist aber dabei noch, dass der Besteller, wenn ich so eine Abschlagszahlung verlange, die verweigern kann mit dem Argument, die Leistung ist nicht vertragsgemäß erbracht und ich als Anbieter oder Werkunternehmer muss das dann gegebenenfalls beweisen. Also da könnte der ihn auch irgendwie in die Suppe spucken. Das heißt, es wäre sinnvoll, Teilabnahmen machen zu lassen bei der Abschlagszahlung, oder? Ja. Also das würde ich sowieso jetzt auch schon irgendwie in die Verträge mit reinnehmen, ne? Und wenn Sie es dann aber protokollieren, der nimmt es ab, dann haben wir eben gesehen, die Vertragsgemäßheit der Leistung dokumentiert und damit genau. Abnahmefiktion ist auch so ein bisschen komisch formuliert, also das sind jetzt auch die gesetzlichen Formulierungen. Momentan ist es so, wenn der Besteller die Abnahme nicht innerhalb einer bestimmten Frist vornimmt, obwohl er hierzu verpflichtet ist, ist die aktuelle Formulierung. Künftig ist es so, wenn er die nicht verweigert innerhalb einer Frist, die Sie ihm setzen. So. Und er muss mindestens einen Mangel angeben. Ist auch eine tolle Formulierung. Dann sagt jeder Kunde, der die Vorschrift kennt, ja, aber das und das funktioniert nicht. Und kann es dann damit so verhindern, auch wenn es vielleicht nicht relevant ist oder gar nicht stimmt. Ja.
wichtig ist, um eine Abnahmefiktion zu bekommen, muss das Werk vollendet sein, aus Ihrer Sicht. Und für den Besteller, was wir jetzt natürlich nicht weitergeben, ist es wichtig, dass er aktiv auf Ihr Abnahmeverlangen reagieren muss. Das heißt, er muss sagen, hier, das Werk ist aber mangelhaft, damit er diese Abnahmefiktion verhindern kann, um halt die Rechtsfolgen der Abnahme im Endeffekt zu verhindern. Dann haben wir im Gesetz jetzt drinstehen, dass Teilkündigungen möglich sind künftig. Wichtig ist aber, dass das Projekt auch in Teilen abnahmefähig ist, also dass das halt immer abnahmefähige Teile sind. Was vielleicht auch ganz relevant sein kann, wenn ich irgendwie vielleicht agil vorgehe. Wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, ein Gerichtsurteil vom Landgericht Wiesbaden, wo man festgestellt hat, dass bei der Projektmethode Scrum zum Beispiel auch Werkvertragsrecht anzuwenden sein kann. Das heißt, wenn ich halt immer so kleine Stücke habe, kann ich hier dann theoretisch teilkündigen. Das kann aber der Besteller und auch der Auftragnehmer. Dann das Letzte, die Mitwirkungspflichten beim Projektende. Da kann jeder den anderen auffordern, an dem aktuellen Leistungsstand mitzuwirken, dass man das halt feststellt, also wenn ich vielleicht auch eine fristlose Kündigung habe, theoretisch. Und was das dann zur Folge hat, das werden wir dann sehen, weil das ist etwas kurios. Beweislast trifft dann natürlich den, der da nicht mitwirkt. Also Sie können den Kunden verlangen, an dem aktuellen Stand, an der Feststellung mitzuwirken, aber der kann Sie auch auffordern. So, das war noch der Ausblick und damit sind wir am Ende.